Ja, hallo. Wir haben das Thema Zukunftsstadt bearbeitet, also insbesondere das Thema Verkehr. Und dafür haben wir halt unsere Latampel entwickelt. Das Latampel, also der Name kommt von Laterne und Ampel. Also ursprünglich sollte das eine Kreuzung werden aus Laterne und Ampel, das jetzt aber etwas anders geworden ist. Und zuerst mal eine Frage, was glauben Sie, wie viel Zeit Sie schon an roten Ampeln als Fußgänger verbracht haben oder wie gefährlich es eigentlich ist, als Fahrradfahrer an einer Kreuzung zu stehen? Ja, also das mit der verbrachten Zeit wollen wir jetzt mal dabei belassen. Aber das mit den Fahrradfahren, also in Berlin, ist denn jährlich 130.000 Unfälle, Verkehrsunfälle. Davon passieren 10.000 durch falsches Abbiegen oder nicht gesehene Passanten. Und da habe ich nochmal rausgesucht, Radfahrer, da gibt es, sind insgesamt 28, in einem Jahr 28 Radfahrer durch falsches Abbiegen oder nicht gesehen werden beim Abbiegen ums Leben gekommen. Deswegen haben wir unsere Latampel noch ein. Also die ursprüngliche Ampel noch verbessert zur Latampel und die hat jetzt hier ein Abbiegelicht. Das wird jetzt noch näher. Also wir haben jetzt hier in diesem Fall eine Ampel, die zeigt an einmal die normale Ampel, eine Fahrradampel und eine Abbiegeampel und diese zeigt an, wenn ein Radfahrer kommt, ein Auto fährt und sagt dem Autofahrer eben, dass der Radfahrer Vorfahrt haben soll. Wir programmiert haben wir es in Python und sprechen mit Python über die GPOs von einem Raspberry Pi, das ist ein Minicomputer, die LEDs an und steuern sie dadurch. Dann haben wir jetzt noch ein Experiment vorbereitet, also hier die Kreuzung als Modell. Dann haben wir hier ein Auto gebaut. Das wird jetzt simuliert, wie es fährt. Also jetzt, die Ampel hat es erkannt und auf grün geschaltet. Jetzt kommt ein Rad, also wird die normale Autoampel auch grün geschaltet und das Ablieb. Wie gelingt Licht eingeschaltet, dass eben Bescheid weiß, man darf nicht rechts abbiegen oder muss die Fortfahrt achten. Genau. Ich habe das Ganze mit dem 3D-Drucker designt bzw. online designt auf thinkerpad.com und habe das Ganze über einen 3D-Drucker ausgedruckt. Für alle, die sagen, das würde jetzt brutal schlecht aussehen, diese Ampel, völlig realitätsgetreu, nicht getreu, dem möchte ich sagen, das ist nur die Alpha der Alpha, nur ein Prototyp. Wir wollten es nur möglichst schnell ausgedrückt bekommen, weil die 3D-Drucker ein bisschen Probleme hatten heute Nacht. Ja, vielen Dank. Und habe ich es richtig verstanden? Radfahrer haben eigentlich immer Vorrang bei der Latampe. Ja, nein, vielleicht? Ja. Ja, finde ich gut. Super. Vielen Dank.